Ich war vor Jahren hier, als ich ein Kind war. Ich habe die ganze Fabrik unentdeckt erkundet. Ich konnte einen Dämon unter der Fabrik spüren. Der Succubus, ein uraltes Wesen. Wir glauben, dass er die Quelle der psychotropen Zutat ist. Damit können sie uns kontrollieren. Willkommen, Besucher der Virility-Fabrik. Dank seiner Geheimzutat ist Virility das beliebteste Erfrischungsgetränk auf der Welt. Und es wurde bewiesen, dass es bei täglichem Konsum das Abnehmen um 21% erleichtert und die Leistung im Bett um 63% erhöht. Das an. Glauben die Leute so einen Schwachsinn wirklich? Wenn man etwas oft genug zu hören kriegt, glaubt man es meist. Man sagte, ich wäre wahnsinnig, weil ich Dämonen sehe. Ja, wir wollten sie auch weismachen, ich gehöre in die Klapse. Sie wollten mir Drogen geben, haben behauptet, das würde helfen. Sie haben gelogen. Sie wollten mich nur schwach und gefügig machen. Wie hast du die Wahrheit herausgefunden? Virgil hat mich aus den Albträumen geholt. Und du? Wenn die Leute, denen du vertrauen sollst, sich als grausame, kindermordende Dämonen herausstellen, öffnen sich deine Augen für das Böse um uns herum. Ich habe mich widersetzt, zurückgeschlagen, getötet, egal was es gekostet hat, zugegeben. Manchmal hat es viel gekostet. Und nach all der Wut, dem Schmerz und der Gewalt muss man in sich gehen, tief ins eigene Herz und sehen, ob man noch man selbst ist. Sich fragen, ist man noch immer ein Mensch? Im Inneren wusste ich einfach, dass ich nicht spinne. Ihr, werte Damen und Herren, verbinden sich die magischen Zutaten, um den einzigartigen Geschmack von Virility zu erschaffen. Der Succubus ist tief in der Fabrik versteckt, doch man kann ihn nicht einfach so aus unserer Welt erreichen. Nur aus dem Limbus. Drin gibt's einen Spalt. Keine Sorge, unsere vertrauenswürdigen und ehrenhaften Wissenschaftler sind der Meinung, dass unser Getränk sicher und vorteilhaft ist. So, willkommen zu einem weiteren Teil Devil May Cry. Es geht weiter in der Virility-Fabrik. Dem Psychogesöff, was die Leute abhängig macht. Ist schon eine seltsame Fabrik. Ich bezweifle, dass so in echt Getränkefabriken aufgebaut sind. Und das ist ja noch die Menschenwelt und nicht der Limbus. Naja, mal gucken, was uns erwarten wird. Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Virgil sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Was sind die Albträume? Vorbei, das sind sie. Super. Welch patzige Antwort. Ich bin ein wenig gespannt, was hier als nächstes abgeht. Ah. Hier lagern sie die ganzen Waren für den Export. Schon komisch. Was? Ich habe erwartet, dass es größer wäre. Viel größer. Aber natürlich war ich nur ein Kind, als ich hier war. Und im Limbus. Warum warst du hier? Um den Albträumen zu entkommen. Im Limbus wolltest du deinen Albträumen entkommen? Ja. Hört sich sinnvoll an. So. Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritt zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist. Also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Hoho, und den Kopf an die Wand hängen. Das wäre ein geiler Werbegag. So Devil May Cry Energy Drinks rausbringen mit Virility. Mit dem Logo und allem.
Das ist echt geil. Ein Gabelstapler. Sieht alles eigentlich sehr nett aus und normal. Noch. Okay, hier ist er. In Ordnung, ich treffe dich auf der anderen Seite. Dante? Hier unten. Ah, gut. Du hast recht. Hier im Limbus ist es größer. Was jetzt? Zurück zur Mixanlage. Wir treffen uns dort. Ja, geringfügig so größer. Fett und dumm wie nie, trink Virility. Obesity. Stupidity. Consume. Was steht da oben? Virility? Poison, Stupidity. Obey. Nee, Obesity. Ich dachte Obey. So. Jetzt sind wir mal wieder im Limbus und es gibt hoffentlich bald ein bisschen Action. Weil mich dürstet's danach. Bam, einmal, zweimal und dreimal. Alter. So. Ah, endlich. Oh, scheiße. Scheiße. Nein. Ah, gut. Man will, ist sie nicht tot, dann. Puh. So. Hier gibt es verschiedene Wege sogar. Hier oder da. Ist egal. Glaube ich. Oder es gibt verschiedene Sachen auf den verschiedenen Wegen. Fatality. So! Oh. Shit. Okay. Mann, ist das warm hier. Und da sind die roten Höllen-Gitarre. Hey, wo lang geht's zur Mixanlage? Ah, oh. Machen diese Scheiße. Aber der Boden kann einem nichts tun, wenn man die rote Waffe ausgewählt hat, die Teufelskräfte. Das ist auch sehr cool eigentlich. Da, das kann einem nichts tun. Und man kann ja eh nur mit roter Waffe hier. Was wir. Bam! Die halten natürlich auch mehr aus. Weil würden die so wenig aushalten wie die anderen, in Anführungszeichen wenig, dann werden die ja mit zwei Schlägen kaputt, so wie hier die. Die sterben ja total weg davon. Oh, mit 5 Schlägen. Oh, ah! Nee. Oh, scheiße. Was war denn? Ja, keine Ahnung. Stirb mal schön. Alter, okay. So. Oh, was ist das denn? Oh shit. Komm runter, du Skepsis. Nein! Boah, ich dachte schon. Sadistik. Ach, hier ist auch noch so ein Spaß.
Oh Gott! So, flawless kill. Ja, so muss das. Das erinnert hier ein bisschen an Silent Hill, finde ich. Wie sich die Wände und der Boden verfärbt. Eben die Parallelwelt. Echt nicht schlecht gemacht. Und alles vergammelt immer weiter. Ah, da! Ah! Das ist so ungewohnt, dass man nicht zielen muss, wenn man die ganze Zeit GTA zockt. GTA, apropos. Davon mache ich auch ein Let's Play, wenn es für PC kommt. Ich wollte erst einen Videograbber holen, um es auf PS3 zu Let's Playen. Aber da es jetzt bald auf Herbst mit besseren Grafiken auf PC kommt, werde ich das Let's Playen. Da freue ich mich schon wie sonst was drauf. Ah, scheiße. Nein. GTA habe ich vom ersten Teil abgesuchtet. Vom ersten Teil. Über London, GTA 2. Ich habe alles geholt und gezockt. Bis zur Vergasung, jeden Teil. Oh, eine Seele. Wo gehe ich denn jetzt lang? Hier bin ich schon davor. So. Obwohl, ein Videograbber sollte ich mir vielleicht doch trotzdem mal holen. Ist nicht schlecht. Und ah, und da sieht man die Kombination. Tipp für Fortgeschrittene außer Reichweite. Im Dämonenmus stand gegen das Boden entfernen und der Höllenritter ist immun. Ja, das weiß man. Ah. Die können sich auch gegenseitig wieder einfrieren. Das ist sehr nice. So, und jetzt auf ihn. Mit der Engelsense. Ach ja. Ich finde, hier sollten mal mehr Gegner kommen. Ist schon der höchste Schwierigkeitsgrad, den ich wählen kann hier. Danach Sohn des Spada und danach Dante Must Die. Im letzten Teil habe ich ja gesagt, dass ich auf Dante Must Die, Sohn des Spada gezockt habe. Aber ich habe eigentlich auf Dante Must Die gezockt. Und da komme ich auch an einer Stelle nicht mehr weiter, glaube ich. Aber nur knapp komme ich nicht weiter, ist das Problem. Savage! Oh nee, nicht sensational. Weg. Für die Scheiße. Pennerköpfe. Eigenbeschuss. Viele Gegner können einen Länder mit ihren Angriffen beeinflussen. Dies kann dann zu seinem Vorteil nutzen. Ja, das mal damit meint wie das Einfrieren gegenseitig. Das macht er jetzt da und da ist er eingefroren. Eigenbeschuss. Friendly Fire Active. Ah!
So. Erstmal eine dezente Beleidigung rausschmettern. Ah, oh, das schaffe ich nicht, Naja, egal. Ich hasse ihn wieder. Und was geht hier ab? Ah, sollen. Ja, die Leitungen haben sich ein wenig verändert. Das erklärt auch, warum die so aussehen in der normalen Welt. Scheiß die Wand. Gerade ein bisschen wenig ab eigentlich, obwohl es, ich finde, doch recht eine bedrückende, beklemmende Atmosphäre ist. Ah, ein Vitalstern. Nice. Oh. Und Kotbeutel. Okay. Sackgasse. Dreck. Aus der Hölle. Wo zur Hölle ist die Mixanlage? Oh, der folgt. Ohne Kampfmucke geht das nicht klar. Was ist denn los mit ihm? Stirb! Auf die Fresse. Ah, eine Silbertür, aber ich habe keinen Silberschlüssel. Ist auch gut so, weil ich habe keinen Bock auf eine Silbertür. Oh, lololol. Inkende Schläuche wachsen an der Wand entlang und Missgeburten ragen aus dem Boden raus, die mich versuchen zu zersägen. Oh, lol. Ein Gegner ist doch kein Gegner. Aber wer den Gegner nicht wert ist, den Gegner nicht wert oder so. Ist den Endboss nicht wert. Ich gehe ein bisschen langweilig hier. Erstmal einen Lebensstern fressen. Ja, apropos, haben wir eigentlich auch Wertung? Erneut? Verbesserung. Jo, fünf Punkte haben wir wieder. Rebellion. Stachel. 1000 Stich. Das ist diese Sache. Kann man noch lollig abgehen. Osiris. Ja, mache ich auch mal ein bisschen. Immer der Reihe nach, ist ja scheißegal. Die Verbesserungen merkt man dann eh beim Zocken. Hä? Bin ich von hier gekommen? Ja. Oder? Da müsste die Statue ja auch. Was sehen wir denn da? Was sehen wir denn, entzündet Neuklein? Scheiße. Viel ekliger geht's auch nicht. Oh mein Gott.
Wer zur Hölle ist denn für diesen Scheiß verantwortlich? Das ist der Mischvorgang. Doch wir sind eher an der Quelle interessiert. Ich schätze, unser Succubus befindet sich am anderen Ende. Ganz richtig, hier entlang. Endlich mal. Einen Moment bitte. Be careful. Be careful? Okay. Da bin ich mal careful. Und Englisch. Ah! Der war hart. Ich wollte eigentlich laden. Ah, scheiße. Der hat ja einen Attacke. Oh, scheiße! Das zieht ja HP ab, die Säure. Ne? Ah, was ist denn jetzt los? Ist er tot? Nein, natürlich nicht. Komm her! Ah, jetzt kann ich ja wieder normale Waffen nutzen. Andere meine ich. Oh yeah. Oh yeah. Welcher von euch Fettärschen will der größte Verlierer im Limbus werden? Arsch! Scheiße. Gar nicht gut. Ich will einen Wesen platt. Ausweichen! So. Du hast gewonnen. Warum? Das war der zweite. Der andere ist eher gestorben. Dante, geht's dir gut? Das sah echt übel aus. Was? Quatsch. Das war leichter als eine Diät. Komm schon, ran an den Succubus. Ja, Succubus, Succubus, Succubus. Oh, und das war's schon. Gut, die Mission war etwas länger. Dann war's das für diese Episode. Dann geht der Upload auch schneller und ich kann mehr Parts rausdrücken. Yeah. Oh, meine Rücken. Oh, was haben wir denn? Endpunktzahl. Ich gebe auf A. Das ist natürlich A. Aber immerhin zwei Verbesserungen. So, an dieser Stelle verabschiede ich mich. Ich sage Tschüss. Und bis zum nächsten Part von Devil May Cry.